Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lumberjacks Dynasty hier aus Steelgame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind auf der Suche nach einem Schaf, was wir hier wahrscheinlich nicht finden werden. Weil da sind Wildschweine und Rehe unterwegs und ein Storch. Ich habe immer noch eine Vermutung, dass das Schaf wirklich in dem Stein huckt. Da müssen wir mal nachher nochmal nachgucken. Vielleicht müssen wir den einfach nochmal dahin laufen. So, wo haben wir denn die nächsten hier? Da hinten haben wir noch ein paar Punkte. Ich sehe jetzt hier aber auch keine Kräuter stehen. Also, ach doch, da steht Kraut. Da stehen Kräuter. Die will ich mitnehmen. Gib mal her. Die Pilze will ich jetzt erstmal nicht mitnehmen. Ich nehme erstmal die Kräuter mit. Weil da kann ich teures Shampoo draus machen. Oder eine teure Hautcreme. Und ja, das ist natürlich immer nicht schlecht, wenn man da vielleicht eventuell das ein oder andere vielleicht schon produziert. Gut, aber davon mal ab. Und dann noch eine Nachricht gleich zu vorneweg, da, dass ich auch so richtig schön die Laune beim Zugucken versaut habe. Das wird jetzt hier an dieser Stelle wahrscheinlich erstmal die letzte Folge sein, die ich von diesem Let's Play hier mache. Begründung. Ganz kurze Begründung. Es gibt ein neues Let's Play oder es wird ein neues Let's Play geben, denn an dem Tag, wo das hier veröffentlicht wird, kommt das neue Golfspiel raus und ich würde ganz gerne das Golfspiel nehmen und ich habe, so hart wie es ist, oder ich habe mir jetzt selber sozusagen, gebe ich mir die Vorgabe, nicht mehr als 4 Videos pro Tag, einfach aus dem Grund, Zeit, ne? Also, dass man dann auch mal, ich habe 2, 3 Spiele, die ich so noch nebenbei spiele. Wenn jetzt noch dazu kommt, dass ihr eventuell auch noch für den Flight Simulator stimmt, dass ich da mal ab und zu ein Let's Play mitmache, dann fliegt sozusagen noch irgendwas ein bisschen mit raus oder es wird ein bisschen was gestreckt. Das wiederum, ja, ist dann halt eben so. Halt, mitnehmen. So. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm und ihr seid mir nicht allzu böse deswegen. War schon der Storch. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass ich jetzt nicht da bin. Naja, gut, egal. Ich laufe mal weiter in die Richtung. Und ja, wie gesagt, also ich hoffe wirklich, dass ihr das nicht als allzu schlimm anseht oder allzu ja, mir allzu böse nehmt, weil ich da bin dahin. Ja, mei. Nicht hier. Achso, jetzt bin ich in dieser kaputten Brücke hier. Da komme ich so schnell nicht raus hier aus dem Wasser. Naja, gut, also, dann bin ich das erstmal los, dann habe ich das gesagt. Es wird sicherlich die Möglichkeit geben, dass ich die ein oder andere Folge mal so zwischendurch vielleicht mal mache, wenn ich dann so richtig Bock auf dieses Spiel wieder habe. Oder einfach mal sage, so, naja, komm, dann mache ich mal. Vielleicht kriege ich das auch so hin, dass wir das nur eine Folge am Sonntag machen. Wäre schon ganz cool. Muss ich mal gucken. Also wie ich das eingetakte kriege. Also der aktuelle Plan besteht erstmal nicht darin, das jetzt in der Form weiterzuführen, wie es jetzt aktuell ist. Und das will und kann ich euch ja natürlich dann mitteilen. Ohne dass jetzt es ganz schlimm wird. So. Verlorene Schaf. Oh, hast du Heimweh? Wir sind jetzt wieder an diesem Felsen angekommen. Kann aber mit dem verlorenen Schaf nichts machen. Oder ist das ein verlorenes Schaf für eine andere Quest? Tja. Also wie gesagt, das werde ich jetzt hier an der Stelle dann die Verfolgung des Schafes aufgeben. Das, dauert mir zu lange für den wenigen Ertrag, den ich da habe. Ich finde es schön, dass hier ein verlorenes Schaf drin ist, in dem Stein. Naja, sagen wir nichts weiter zu. Gut, dann ist das halt so. Ja, tut mir leid, dass ich dann diese Quest nicht machen kann. Kann ich diesen wenigstens auch abbrechen? Nein, das kann ich auch nicht. Schade. Nun gut. So, ich wollte ja nur eine kleine Mission machen. Es ist, ja. So ist es halt. Gut, wir drehen hier mal um, fahren wieder zurück.
Und fahren erstmal nach Hause und gucken uns ganz kurz was an. Ich glaube, irgendjemand hatte mir auch noch geschrieben, wie lange jetzt die Tomaten wirklich brauchen oder das Zeug in den Gewächshäusern, bis es fertig gewachsen ist. Da müssten wir, glaube ich, auch mal eine Woche schlafen oder so, dass das irgendwas wird. Oder zwei. Und dann können wir ja nochmal zwei, drei Bäumchen fällen. Bis dahin. Mal ganz kurz auf die Map gucken. Ja, da vorne muss ich abbiegen. Also, ja. Also, wie gesagt, also ich finde, das verlorene Schaf hätte jetzt auch mal ein bisschen kooperativer sein können. War das die richtige Kreuzung? Hätte jetzt auch mal ein bisschen was kooperativer sein können. Man hätte sich jetzt einfach zeigen können, aber. Nee, da liegt ein Stein. Vermute einfach, dass da das Schaf dann auch wäre. Gut, naja. Es ist alles noch Early Access. Wir wollen es nicht überbewerten, sonst irgendwas. Ist halt so, ist Early Access. Solche Dinge können da passieren, dürfen dort auch passieren, müssen dort sogar auch passieren, würde ich sagen, damit dann wir einige die Fehler dann auch behoben werden können. So, irgendeinem Händler wurde mir noch gesagt, nicht weit von mir verkaufe Milch und Eier. Da wusste ich jetzt noch nicht. Erstmal danke für die Information, aber so recht wusste ich mit der Information nichts anzufangen. Weswegen die jetzt so weitergegeben wurde, aber macht ja erstmal nichts. Aber es ist mal schön, dass man das weiß und beziehungsweise dass ihr mir das auch sagen könnt, was ihr gesagt habt. So, wie sieht es hier aus? Nass, 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 nass. Ringeblume, ja, jetzt blinkt natürlich immer diese scheiß Stelle, wo die Schafe eventuell sitzen könnten. Deswegen, ich würde die Quest ganz gerne eigentlich beenden. Aber naja, so. Das Schreckgespenst. So. Gut, ja, genau, hier ist jetzt, ne, volle Blüte, alles so wunderschön. Wir werden uns jetzt erstmal auf den Trecker schwingen. Dann, keine Ahnung, war das Tor nicht offen? Ja, jetzt ist es zumindest auf einer Seite. Ja, was hast du vor? Achso, dann kann ich das ja noch gleich aufmachen hier. So. Dann fahren wir da mal rein. So, achso. Außenansicht anmachen, sonst kann ich nicht so gut nach hinten gucken. Gut, das sieht gut aus. Dann drücken wir Q. Steht der Hänger jetzt hier drinne. Und wir nehmen den Hänger mit. Und gehen nochmal einen Baum fällen. Ja. Also wie gesagt, seid mir da nicht böse. Aber es gibt so Momente. Mann, schwierig. So. Da. Ja. Kommt sowas vor. So. Können wir wieder fahren. Dann gehen wir jetzt raus auf unseren. In unseren Wald. Dann hauen wir da noch ein Bäumchen um oder zwei und schmeißen die noch rein ins Wasser. Also mindestens ein Bäumchen haben wir noch mal rein. Es wurde auch der Kommentar geschrieben, dass ich erstmal meinen Hof komplett renovieren solle, bevor ich das Zeug verkaufe. Kann man auch machen. Das habe ich jetzt erstmal. Also ich habe jetzt erstmal nicht das Ziel gehabt, dass ich die Hauptquest-Reihe da fertig kriege. Naja. Aber die Nebenquest, die macht mich gerade eher. Oder so die Nebenquest macht mich da gerade eher. Das frustriert mich einfach, ne? Das ist dieses doofe Schafgesuche, das ich jetzt nicht machen soll. Der innerliche Drang, es nicht zu tun, war groß, aber anscheinend nicht groß genug. Von daher, na, blöd, aber es ist immer so. Das kann ich nämlich nach vorne hin raus kann, das will ich aber jetzt auch nicht mal ausprobieren. Ich weiß, wenn man es nicht mitzieht, dass dann der Sägevorgang abgebrochen wird. Nö, du nicht auf den Dreck aufheilen. Na? Oh? Lecker getroffen. Lecker knapp nicht getroffen. Ui, da haben wir aber Schweine gehabt. Sonst hätte er aber Mecker gegeben, wenn wir jetzt den Trigger hier kaputt machen. Indem wir da einen Baum rausschmeißen. Es geht natürlich nicht kaputt, aber wie gesagt, das wäre natürlich das Wurst-Käse-Szenario. Bleiben Sie bitte da. Herr Kater. So, Herr Kater kitzelt mich gerade. Lass mir die ganze Zeit zwischen den Beinen hier durch die Gegend. Also zwischen den Füßen. Und da ist sein Fell ist leider sehr fluffig und flauschig und dann
Vielleicht das nochmal ein bisschen an den Waden. So. Aber das kennt ja bestimmt jeder andere Katzenbesitzer auch. Dass wenn Lucy oder Strolch sich da ein bisschen lieb zeigen. Ich finde das ja ganz niedlich, ne, dass er auf mich aufpassen will hier. Der Kleine. Das muss er ja auch. Sonst mache ich nur Blödsinn. So. Zum Beispiel mache ich dann solche Spiele. So, was kann ich jetzt nicht? Ach, du bist so hungrig. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und den Baum nehmen wir jetzt auch noch runter und dann gucken wir mal, wie viel wir wegkriegen von hier. Ich würde sagen, wir müssen zweimal fahren, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht reicht doch eine Fahrt aus. Wir gucken mal, wie weit wir gestapelt kriegen dann. Sonst haben wir es ja wirklich Baum für Baum gemacht hier. Aber der sieht, oh doch, nee, der ist mächtig. Dinge von außen gucken sollen, nicht nur einfach einen Stamm annutzen, ne? Naja. Ich weiß noch nicht, wie der Ladenbesitzer darauf reagiert. Dass ich quasi so vor seiner Nase die ganze Zeit den Waldfälle und ich, naja, seinen Ausblick vielleicht eventuell zerstöre, den er da eigentlich ganz gut draußen hat. Ja, auch, ich meine, also ich finde es ja auch nicht schlecht, wenn ich aus dem Fenster gucke und sehe ein bisschen was Grünes. Deswegen bin ich auch ein Verfechter des Lebens. Na? Beruhigen wir uns heute noch? Ja. Nee, nicht? Nu. Ah. Bisschen nervös, der Baum. Gut, wäre ich auch, wenn ich einmal der Kettensäge auf mich drauf zukommen sehe, wenn ich im Baum wäre. Da würde ich auch erstmal nervös werden und da würde ich mir auch denken, so, der will mir doch ans Leder. So, naja, ans Leder nicht, aber an den Stamm. Und jetzt haben wir hier auch den Stamm zerteilt, zerlegt. Fachsprache des Fleischers. Ach, das ist auch blöd. Auf jeden Fall ist er amtlich zerlegt worden. Und wir können ihn jetzt aufladen und mitnehmen und unserem Sägewerk zuführen. So, dann wurde noch geschrieben, dass mit dem siebten Paket kann ich ruhig machen. Also ich habe ja gesagt, so, ich traue mich nicht in den letzten diese Palettengeschichte dort da oben dran zu hängen und das dann sozusagen dann im angehangenen Modus durch die Gegend zu fahren. Da habe ich zu viel Angst, dass mir irgendwas Dummes passiert dabei oder so. Das kann man wohl machen. Wurde geschrieben in den Kommentaren. So, können wir das beim nächsten Mal dann auch durchziehen. Die nächsten Paletten dann mal verkaufen. Aber wie gesagt, das erst wahrscheinlich dann ja den ersten Sonntag im September, glaube ich. Der müsste das dann werden, weil jetzt der Sonntag. Der wird es auf jeden Fall noch nicht. Ist damit unterkriege als sonntägliche Folge hingelegt, würde ich sagen. Naja. Dann nehmen wir das so mit. Auf geht's. Bisschen orientierungslos durch die Gegend kreisen. Immer wichtig, dass man dabei komische Geräusche macht. So. Gut, also. Wie gesagt, also ich habe dann jetzt. Da müssen wir zweimal fahren. Renovieren wir unseren Hof? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das Verkaufen ist sinnvoller, oder? Ich weiß nicht, wie viel ich verkaufen muss, damit Onkelchen zufrieden ist, ne? Wie viel Geld ich dafür brauche. Ich glaube, ich habe mehr Geld mit nicht. Oder mehr Geld außerhalb des Sägewerks verdient als mit dem Sägewerk mittlerweile. Storch bei uns drin im Sägewerk? Aha. Ein schlechtes Zeichen, glaube ich. Oh, ich gleich mir die Freundin fragen, ob sie schon da ist. Kennt man doch, wenn der Storch über ein Hausdach drüber wegfliegt, sagt man ja da, ne, drinne gibt's neue Babys. Der Aberglaube der Menschen, ne? Riesengroß. Kann man sagen, was man will. Ah, das ist wirklich
Riesengroß. So, gib mal den dicken her hier. So, nehmen wir den zweiten dicken hier. Darf man das eigentlich noch sagen? Ist das politisch korrekt, den dicken oder? Ich habe mich, ach so, apropos, ja, ich habe heute auf dem Spaziergang habe ich eine komplett schwarze Katze gesehen. Und, also eine richtig schöne, also tolle Katze. Sind hier, die Katzen hier generell toll, ne? Aber es ist wirklich eine richtig hübsche Katze gewesen. Komplett schwarz. Auch die Nase und alles schwarz, ne? Tatzenschwarz. Wunderschönes Tier. Bin heute mal wieder zu Fuß zur Arbeit und zurück. Merkt man vielleicht auch an meinem, keine Ahnung, geistigen Zustand vielleicht, dass mich das dann immer ein bisschen mehr beschäftigt, weil es dann doch eine Belastung ist, die ich, sagen wir mal, eher ungewohnt bin. Wenn man das einmal die Woche macht, ist man das nicht gewohnt, so viel zu laufen. Sind auch noch bei dem Wetter. Heute war es auch noch wieder schwül draußen wie Sau. Auf jeden Fall habe ich eine kleine schwarze Katze gesehen. So, da waren wir ja. Und da habe ich mir dann auch gefragt, ist das eigentlich noch politisch korrekt, wenn man die Morle nennt? Also es gibt, glaube ich, etliche schwarze Katzen in deutschen Haushalten, die Morle heißen. Schwarzes. Darf man das noch? Weiß ich nicht. Ist das politisch korrekt? Jetzt, wo sie Zigeunersoße nicht Zigeunersoße mehr heißen sollte. Das ist für mich ist das ein bisschen übertrieben. Also das mit der Zigeunersoße ist für mich eher übertrieben. Also manche Sachen, ja, die beleidigend sind. Aber ich weiß gar nicht. Na gut. Ja, gut, ja, wenn sich 2, 3, 10 offended fühlen davon, dann könnte man vielleicht sagen, es ist nicht gut und man müsste es abstellen. Ist aus plausibel. Aber ich fand den Katzennamen immer toll, Morle. Ich hatte ja damals als ein ganz kleiner Steppke, ich ja auch, sag mal, heimlich eine Katze, ne? Ohne dass meine Eltern es wussten. Die ich mich gekümmert habe, so ein bisschen. Meine Eltern, glaube ich. Na doch, nee, doch. Bis dann nachher die erste Katze, denn die halt mit Wissen auf den Hof rumrannte. Also mit Wissen meiner Eltern. Die habe ich ja auch damals früher. Da war ich 14, glaube ich. Wo ich die erste Katze auf den Hof angeschleppt habe und gesagt habe, so, jetzt ist sie da. Das war auch eine ganz liebe, ganz niedliche. Leider viel zu jung verstorben, mit, glaube ich, 8 Jahren. An Katzenleukose oder sowas in der Art, das hat Blutkrebs, die Katzen kriegen können. Das fand ich sehr schade, aber naja, gut, ist halt so. Und der damals zuständige Tierarzt hat das nicht als solche Krankheit erkannt. Und das war sozusagen das größte Problem, dass der Tierarzt es halt einfach nicht erkannt hat, welche Krankheit dort vorliegt und die Katze dann halt dementsprechend falsch behandelt hat. Na, fliegen bleiben, danke. So. Gut. Ja, die ist also viel zu jung verstorben. Dann hatte ich ja meinen eigenen Kater noch in meiner Magdeburger Wohnung. Aber noch wieder was anderes gewesen. Aber wie gesagt, also das arme Kätzchen, das habe ich damals, ja, mit 14 habe ich das auf den Hof angeschleppt und die hat quasi die Herzen der Familie im Sturm erobert. Ne? Also das siehst du wirklich. Ja, aber die bleibt immer draußen. Die darf nicht rein. Ja, ja. Dann war sie mal mit drin in der Küche und hat das so niedlich gespielt mit so einem kleinen Gummiball und ist dann hin und her geflitzt wie eine Verrückte. Ja, die bleibt aber da, aber sie kommt nicht mit ins Esszimmer oder so, ne? Problem war, man hatte als Barriere sich ausgesucht für das Kätzchen ein Karton. Also wirklich einen Karton. Und der war 15 cm hoch, der denn in der Tür stand. Da lacht die Katze. Ne? Also das ist, ich meine, auch wenn sie klein war, aber da lacht sie halt drüber, ne? Da springt sie halt natürlich aus dem Stand drüber weg. Da kennt sie nix. Und ja, das hat sie dann auch gemacht und naja, gut, ach, naja, dann können wir es halt nicht verhindern, dann ist er halt auch da drin. Nee, antackern wollte ich die Fische jetzt hier nicht. Ach, mal die Angel. Angeln hier. Dass jemand Fisch rangeht. Einer dran oder nicht? Von sich, dass das jetzt dran ist. Ah, ist egal. Und da ist der Fang. Rechtzeitig reagiert. Kommen so raus hierher, Fisch. Zack. Fisch plus 1. Angelrute auswerfen. Noch sind hier Fische. Kann man nochmal die Angelrute reinwerfen.
Und ja, dann waren es dann halt eben doch diejenigen, die immer gesagt haben, nee, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Wie die ersten waren, die sie dann halt gefüttert haben vom Essentisch her, ne, dass sie dann einfach so ein Stückchen Fleisch mit runtergegeben haben für die Meats und naja, alles solche Sachen dann, ne, die dann halt eben passieren und dann war es halt die liebste Katze der Welt. Sie war sehr, 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 also sie war auch sehr aggressiv und hat auch sehr, sehr viel Blödsinn gemacht, das muss man auch sagen. Also Nachbarn, das hatten einen lustige Geschichte. Sie hatten einen Rottweiler, der ist bei uns nicht auf den Hof gegangen. Wenn die Katze, wenn er die Katze gesehen hat, ist der nicht ein Stück auf den Hof gekommen. Hat sich gesagt, nee, das tue ich mir nicht an. Das muss nur wirklich nicht sein. Wie gesagt, das war wirklich so, wenn der die Nase durchgesteckt hat durch den Zaun, hat der ein paar gekriegt. Gab es dann halt von der Katze mal richtig schöne ein, zack, zack, links, rechts, eingetachtelt und dann. Ja, der arme Hund. Ja, er konnte nur auch nichts dafür. Er hat sich dann auch wirklich nicht mehr drauf getraut auf den Hof. Und ich glaube, jetzt sind alle Fische weg hier. Werden wir keinen mehr fangen. Na gut. So, da hinten schwimmen jetzt noch ein paar, aber ich glaube, da kommt. Tatsache. Tatsache. Da komme ich bis dahin hin. Na gut, dann haben wir noch einen Fisch geholt. Gut, passt ja. Dann haben wir ein bisschen noch geangelt. Dann auch das nochmal getätigt. Steck mal weg die Rute. So. Und dann sollten ja hier so ein paar Bretter überbleiben. Da kommen auch noch ein paar Stämme hoch. Wir sind hier noch, liegen hier noch davor. Oh. Einer liegt noch davor, der da noch rein muss. Der letzte, der müsste jetzt gerade hier durchlaufen, ne? Gerade hier durchgekommen sein. Da kommt er. So, und dann kommt der Stamm noch. Der sollte jetzt so hoch gehen. Sind da nicht noch Bretter draus? Sehr gut. So, und dann rollt ihr da hoch. Wunderbar. Denn wenn wir jetzt den Stapelgabler nehmen, Gabelstapler. Und dann zack, da mal ran. Kommen sie her. Sind doch schon da. Zur falschen Zeit die falsche Taste gedrückt. Jetzt haben wir sie. Gut, dann ja. Oh, war schon niedlich. Also die hat auch den Hof dann mit Mann und Maus verteidigt, also mit allem, was sie hatte. Und ja, weiß ich nicht. War schon eine Mysterie. Muss ich sagen, na gut, jetzt ist unsere Katze, unsere Hofkatze, die wir jetzt haben, also die jetzt nicht mehr auf dem Hof lebt. Also, ja, also nicht mehr so viel draußen ist, sondern mehr oder weniger drin. Die ist nur mittlerweile 16 Jahre. Das ist schon sehr, sehr alt für eine Katze und hoffe. Also meiner ist ja 10. Ich hoffe, dass die zu Hause bei meinen Eltern das Kätzchen auch noch so ein paar Jährchen, ein paar gute Jahre hat. So 4, 5 gute Jahre würde ich ihr auf jeden Fall noch wünschen, dass sie über 20 wird. Ist ja auch keine Katze, die großartig auf die Straße kommt. Ist keine reine Wohnungskatze, ja, aber es ist halt auch keine Katze, die nur draußen rumläuft und da eventuell dann Schwierigkeiten gerät. Ah, eins kommt noch. Okay. Das ist ja immer das Durchschnittsalter von so Katzen. Ich glaube, von draußen Katzen liegt ja bei 11 Jahre oder 8 Jahre, weiß ich gar nicht genau. Weil halt so viele in jungen Jahren dann halt im Dock gefahren werden. Straßenverkehr. Ja, so ist ja auch mein erster Kater leider. Warum, den ich in Magdeburg hatte. Und der ist, ja, weil damals immer gesagt wurde, ja, die Katze, die muss auch mal raus, die muss mal raus. Und haben wir dann in meiner Heimat Kätzchen rausgelassen und ja, in einem Abend ist sie dann halt, oder Mittag. Ist er dann halt eben nicht mehr zurückgekommen und ich wollte ihn eigentlich nicht mehr rauslassen, weil es mir schon zu spät war, weil normalerweise habe ich ihn dann immer um 13 Uhr rausgelassen und ist auch um 16 Uhr wieder da gewesen. Da war es schon 15 Uhr und dann dachte ich, na, nee, bitte nicht und so. Hätte ich mal lieber nicht. Naja, Quatsch. Aber das kannst du nicht ändern, ne? Das ist halt Schicksal. Steckst du nicht drin, es kann überall und jederzeit jeden. So, sind wir noch melancholisch zum Schluss geworden. Wie gesagt, jetzt gibt es hier erstmal eine Pause. Ich denke mal, dass das jetzt so einmal wöchentlich kommt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse.
Und wenn das mit dem Golfen so gar nicht funktioniert, mit mir und dem Golfen, dann kann das natürlich auch wesentlich schneller dann wieder zurückkommen in den alten Rhythmus. Ich weiß auch nicht, wie ich die Golfspiele oder wann ich die Golfspiele da so eintakte. Das möchte ich ja nicht gerne jeden zweiten Tag erstmal eine Folge zeigen. Dazu kommt noch, dass mich, der wird jetzt das hier nicht gucken, aber das muss ich dann am Anfang des Golf-LPs nochmal sagen. Die Einladung, die ich da mal erhalten habe. Ich bedanke mich recht herzlich für Einladung zu spielen und ähnliches, aber das wird immer, also es wird schwierig, denn wenn man denn beim einen sagt, ja, man kommt und beim anderen sagt man, nee, man kommt nicht, dann, ja, das möchte ich halt nicht und deswegen komme ich erst gar nicht zu irgendwem auf, online oder so, das sei denn, das ist so ein Let's Show oder so. Alles klar. Gut, das soll es gewesen sein, die Stimme wird auch immer weniger und immer dünner, deswegen hör mal lieber auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.